Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal darum, wie du bei Digistore24 wirklich ein gutes Produkt findest, was du bewirbst bzw. was du selbst erstellen kannst. Und dazu habe ich mir mal, ja, wie zu dem in der Infoproduktanleitung auch, einen Test-Account oder einen Fake-Account hinzugelegt. Neuer Affiliate habe ich den ganz liebevoll genannt und wir haben jetzt einen sagenhaften Umsatz von 0,00 Euro. Ja, und so geht es eigentlich vielen so am Anfang, also mir ja auch, jedem eigentlich. Dass man einfach nicht weiß, wie kommt denn jetzt Geld rein? Wie kriege ich das da irgendwie 1000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10.000 oder noch mehr steht? Weil ich möchte ja im Endeffekt Geld als Affiliate verdienen und ich möchte natürlich auch irgendwie davon leben können und am besten sogar unabhängig und ohne wirklich jeden Tag wieder was dafür zu tun. Und deshalb gibt es eben zwei Schritte, wie wir alle wissen. Wir können einmal als Affiliate einstarten, das bedeutet, wir suchen uns ein Produkt vom Marktplatz raus und bewerben das Ganze oder wir suchen uns ein Produkt vom Marktplatz raus. Um daran einfach Ideen zu finden, um unser eigenes Produkt zu erstellen. Und ja, meine Empfehlung ist ganz klar als Anfänger, als Affiliate anfangen, sich mit der Materie beschäftigen und später dann eben als eigener Vendor, als Hersteller sozusagen in den Markt einsteigen und den Markt übernehmen. So, jetzt aber zunächst, was machst du als Affiliate? Du gehst natürlich hier auf den Marktplatz, wenn du dich hier eingeloggt hast auf Digistore, die Registrierung ist natürlich kostenlos. Wenn du dich hier auf dem Marktplatz wenn du dich eingeloggt hast, betreten wir einfach den Marktplatz und da findest du eben alle digitalen Infoprodukte, die du bewerben kannst. Und mittlerweile sind das 3.521 Stück. Es kommen jeden Tag neue dazu und dementsprechend auch immer wieder neue Chancen, im Internet Geld zu verdienen. Jetzt solltest du als erstes natürlich die Kategorien hier in der linken Spalte durchforsten und mal überhaupt überlegen, was interessiert mich denn von diesen Bereichen? Was ist denn das, was mich persönlich ja, auszeichnet vielleicht? Worin bin ich vielleicht besonders gut? Oder mit welchem Bereich könnte ich mich am ehesten identifizieren? So, und wenn das zum Beispiel Dating, Beziehung und Liebe ist, das heißt, du sagst, hey, ich habe 80 Beziehungen geführt und die waren alle erfolgreich und okay, das ist vielleicht nicht gerade das beste Beispiel. Aber vielleicht sagst du einfach, hey, ich habe schon hunderte Leute verkuppelt und bin super erfolgreich darin, Menschen zueinander zu bringen, damit sie auch wirklich im Endeffekt glücklich werden. Dann kannst du einfach in diese Nische zum Beispiel gehen, Dating, Beziehung und Liebe. Da kannst du direkt die ganzen Ergebnisse in dieser Kategorie sehen, also die werden dir direkt angezeigt und ja, an Platz 1 ist dann immer das beste Produkt, das heißt das populärste Produkt. Das hat dann meistens auch den geringsten Verkaufsrang, das heißt so gesehen den höchsten Verkaufsrang und dementsprechend ist es wirklich das beliebteste Produkt. Was du jetzt machen solltest, ist auf jeden Fall mal zu checken, wie denn die Provision hier ist. Also einerseits siehst du hier mal den Nettoverdienst, den du dann ungefähr erhältst. Und das wären jetzt zum Beispiel eben 13 Euro, 22 Euro, 23 Euro. Und als Anfänger würde ich immer jedem dazu raten, ungefähr sich ein Produkt rauszunehmen, was ungefähr 50 Euro kostet und wiederum 50% Provision anbietet. Das ist das Leichteste. Produkte für 50 Euro werden am öftesten gekauft, bei der höchsten Marge. Dementsprechend kann man da auch ein bisschen was bei der Facebook-Werbung springen lassen, weil man eben weiß, dass auch wirklich wieder Geld reinkommt. Ganz am Anfang kannst du natürlich noch günstigere Produkte empfehlen, zum Beispiel eben welche, die wirklich nur 10 Euro kosten, wie dieses hier, wo du 2 Euro verdienst, einfach zu sehen, ob das funktioniert. Und dann würde ich dir natürlich empfehlen, eins mit einem relativ hohen Verkaufsrang auszuwählen, dass du auch weißt, es liegt nicht an dem Produkt, wenn es nicht klappt, sondern wenn, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und damit du eben nichts falsch machst, kannst du natürlich meine Facebook-Ads-Anleitung runterladen, damit du wirklich perfekt Produkte als Affiliate bewerben kannst, ohne große Vorkenntnisse darüber zu haben und somit wirklich dauerhaft täglichen Umsatz und Gewinn zu machen. Wie gesagt, am Anfang würde ich mir eben so ein Produkt hier rauspicken und danach eben den Preis steigern. Zum Beispiel jetzt eben ein Produkt für 50 Euro mit 55% Provision. Klappt ganz super. Habe ich selbst schon verkauft, dieses Produkt. Das Leichteste, was du machen kannst, wäre jetzt einfach die Verkaufsseite anzuschauen. Dazu klickst du eben hier drauf. Wie du das Und wenn du hinbekommst. jetzt, ja, okay, das ist natürlich jetzt mit dem Video Sales Letter etwas komplizierter. Da könntest du dir natürlich dann die Feature Points oder die Key Selling Points sozusagen raussuchen. Und das hört sich ganz kompliziert an, ist aber im Endeffekt super einfach. Und zwar mache ich das mal an diesem Beispiel: Love Revolution. Die hast du hier nämlich schon aufgelistet. Das bedeutet, das hier sind die Gründe, wieso jemand kaufen sollte. Und genau diese Gründe sind meistens wirklich, wirklich wichtig, um auch als Affiliate die Sachen zu verkaufen. Das heißt, du solltest diese Produkte hier immer wieder aufgreifen in deinen Anzeigen. Wenn du auf Facebook Werbung schaltest oder wenn du eine Nischenseite hast zum Beispiel, solltest du diese Punkte hier hin und wieder aufgreifen. Zum Beispiel, hier steht deinem Wunsch bewusst und sanft frei zu lieben.
Das heißt, sowas könntest du auch wieder in deinen Sales-Text aufnehmen. Das bedeutet, du schreibst dann irgendwie rein: Lerne endlich bewusst und sanft und vor allem frei zu lieben. Bla 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 mit dieser Anleitung für 99 Euro. Das Prinzip sollte dir eigentlich bekannt sein. Wenn nicht, sage ich es dir nochmal. Wenn hier jemand über deinen Affiliate-Link, das heißt über diesen Link, auf diese Seite kommt und zum Kauf schreitet, dann bekommst du eben diese Provision gutgeschrieben. So, und wenn du jetzt Produkte als Affiliate, wie gesagt, rausfiltern willst, das heißt, du hast irgendwann ein Produkt gefunden für 50 Euro mit ungefähr 50% Provision, dann kannst du dazu natürlich eine Nischenseite erstellen. Wie das Ganze funktioniert, lernst du im Online-Business-Durchstarter-Paket. Das verkaufen die Leute von mir, die mein Ready-Product-System gekauft haben. Hört sich kompliziert an, aber ich habe einen kompletten Videokurs erstellt, wie du zum Beispiel genau das, was wir jetzt gerade machen, wirklich ausführlich machst, Schritt für Schritt, und deine eigene Digistore24-Nischenseite aufbaust, wie zum Beispiel die Online-Hundeschule. Das ist jetzt meine Seite. Damit verdiene ich natürlich dann auch Provisionen, wenn eine Online-Hundeschule gekauft wird. Und wie man sowas eben aufbaut und damit wirklich dauerhaft passiv Geld verdient, das ja, habe ich in einem Videokurs zusammengepackt. Den gibt es nur bei Leuten, die mein Ready-Product-System gekauft haben. Das heißt, nur bei Leuten, die sich wirklich diesen Kurs runtergeladen haben und die fertige Webseite, die praktisch das fertige System gekauft haben und dementsprechend dann einfach meinen Kurs verkaufen zu 100% Einnahmen. Das Ganze habe ich dir auch unten in der Infobox verlinkt. Also wenn du da Interesse hast, wirklich selbst Vendor zu werden mit meinen Kursen, dann wäre das auf jeden Fall die beste Möglichkeit für dich. So, also wie gesagt, diese Key Selling Points solltest du dann auf diesen Seiten hier einbringen. Das soweit, wenn du Affiliate sein möchtest. Möchtest du aber selbst ein Infoprodukt herstellen, dann, also du möchtest sozusagen selbst einen Videokurs erstellen, das heißt, du möchtest irgendwie dein Wissen weitergeben. Wie gehst du denn da am besten vor? Dazu gehe ich auch immer auf den Marktplatz, gehe auf alle Produkte, schaue mich natürlich um, was sind denn so die besten Nischen, also was eignet sich für mich persönlich am besten. Wenn ich aber merke, ja, okay, irgendwie ist da persönlich in keiner Kategorie irgendwie was Besonderes für mich drin. Dann gehe ich einfach generell auf alle Produkte und ich gehe nochmal kurz hier hin. Dann gehe ich einfach auf alle Produkte und schaue mir mal die Bestsellerlisten durch. Also das erste im Partnerprogramm von Clicktip, das ist ein E-Mail-Marketing-System, brauche ich nicht mit anfangen, das kann ich nicht schreiben und da fehlen mir wahrscheinlich die finanziellen Mittel am Anfang zu, um sowas eben programmieren zu lassen. Deshalb schaue ich mir das Ganze einfach mal durch und schaue so, was ist denn das Beste, was sich so verkauft. Und das sind viele Sachen im Bereich Geld verdienen und Finanzierung. Aber zum Beispiel auch Online-Hundetraining. Das wäre jetzt das optimale Beispiel. Also ich sehe zum Beispiel, okay, das scheint sich sehr, sehr gut zu verkaufen. Verkaufsrang 14. Schaue ich mir mal die Verkaufsseite an. Dann öffne ich eben diese Verkaufsseite und schaue mir natürlich dieses Video an. Da wird einem natürlich schon direkt klar, worum es hier geht. So, und dann würde ich mir auf jeden Fall wieder diese Punkte raussuchen. Die Key Selling Points sozusagen und einfach mal schauen, was könnte ich davon auch lösen? Zieht Ihr Hund an der Leine? Sind Begegnungen mit anderen Hunden nicht gerade angenehm? Kommt Ihr Hund nicht sofort zurück, wenn Sie ihn rufen? Geht Ihr Hund jagen und wildern? Das stellt das Kernproblem der Zielgruppe dar. Das bedeutet, dieser Markt scheint ja äußerst profitabel zu sein und dementsprechend ist das Produkt ja auch, wird das Produkt auch sehr, sehr oft gekauft. Also könnte man auf jeden Fall überlegen, hier reinzugehen, aber man muss ja erstmal wissen, kann ich das Problem denn lösen? Und wenn du jetzt sagst, okay, warte mal, ich bin doch zufällig echt begabt mit Hunden, ich kann doch super, super meinen Nachbarshund erziehen und ich habe dem schon Tricks beigebracht und bla bla bla. So, dann siehst du eben diese Key Selling Points und kannst sie sozusagen beantworten. Das heißt, zieht ihr unter eine Leine? Ja, hat er mal, ich habe jetzt aber eine Lösung dafür gefunden. Und sobald du diesen Ansatz verfolgen kannst, das heißt, sobald du merkst, ja, aber dafür kenne ich Lösungen, dann ist das deine ideale Nische. Und dann solltest du da unbedingt reingehen. Aber noch nicht sofort loslegen, irgendwie einen schlechten Videokurs auf Datei zaubern und hochladen. Das bringt nämlich keinem was und bringt dir nur unnütze Arbeit, weil es im Endeffekt nicht gekauft wird oder nur storniert wird. Das bringt natürlich keinem was, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja wirklich Mehrwert bieten und den Leuten, die ein Problem haben, eine Lösung anbieten. Und was würde ich jetzt dazu machen? Ich würde dazu einfach auf Amazon gehen und mir dazu einfach mal ein paar gute Bücher raussuchen. Es hört sich blöd an, aber ist wirklich die beste Möglichkeit. So habe ich das am Anfang immer gemacht, wenn es um das Thema Geld verdienen im Internet ging. Dann habe ich mir halt viele Bücher reingezogen, vor allem halt englische. Und da gibt es wahnsinnig viele zu, um mir einfach mehr Wissen anzueignen. Das hat natürlich wesentlich länger gedauert, als wenn ich jetzt eine fertige Anleitung gekauft habe. Aber ich wollte früher einfach absolut kein Geld ausgeben. So gesehen habe ich dann halt eben 8 Monate oder 9 Monate gebraucht, bis ich dann das erste Mal wirklich drei- oder vierstelligen Umsatz hatte.
Das wäre heute gesehen natürlich wesentlich schneller auch gegangen. Aber ich habe damals gedacht, nein, ich möchte kein Geld ausgeben, ich möchte mir lieber erst Wissen aneignen. Im Endeffekt ist es keine schlechte Methode, aber wie gesagt, es geht schneller. So, und dann würde ich jetzt zum Beispiel eingeben, Hundetraining. Hundetraining mit Martin Rüther, das wäre ein Buch, das ich mir kaufen würde. Vielleicht nicht unbedingt nur die Bestseller, ja, wenn ihr euch gar nicht mit dem Thema auskennt, solltet ihr sowieso lassen. Aber ansonsten, vielleicht habt ihr schon mal in der Nische von irgendeinem guten Produkt gehört, von irgendeinem guten Buch. So, und dann würde ich mir das Buch natürlich zulegen, ich lese mir das Ganze durch, eigne mir das an und dann kann ich anfangen, dazu eine Präsentation zu erstellen oder wirklich bei dem Thema zum Beispiel ein Live-Video zu erstellen. Das heißt, einfach vor die Kamera und denen das eben beibringen. Am besten mit einem Beispiel, mit dem Hund dabei. Ja, funktioniert natürlich dann am besten. Wenn du so Anleitungen machst wie ich zum Beispiel, wie man eben detailliert so eine Nischenseite aufbaut oder wie man ein fertiges Business installiert, dann eignen sich natürlich Screen Capture Videos. Das sind einfach Videos, die wir am Bildschirm aufnehmen und dafür brauchen wir natürlich auch keine normale Kamera. Wie gesagt, du lädst dir dann diese Bücher runter oder das wäre noch besser praktisch, wenn du über iBooks einfach runterlädst. Und dich einfach mal in die Thematik einliest. So, und dann wirst du schon grob immer eine Moduleinteilung finden. Das bedeutet, in den Büchern wird es auch verschiedene Module geben, die sich dann zum Beispiel jetzt wie hier in 12 Bereiche gliedern. Und diese 12 Bereiche solltest du einfach nach deiner Entscheidung, nach deinem Wissen sozusagen einteilen. Das heißt, wenn ich merke sozusagen, es gibt unglaublich wichtige Sachen bei der Hundeerziehung. Das sind to die totalen Basics. Dann solltest du immer ein Modul für die Basics erstellen. Wenn du dann merkst, es ist mega wichtig, dass der nicht an der Leine zieht, dann erstellst du natürlich ein einzelnes Modul für an die Leine und so weiter. Diese Module, wie gesagt, werden dir in den Büchern auch schon mega oft vorgegeben, dass da eben wirklich die einzelnen Module praktisch schon vorgefertigt sind. Das heißt, du kannst die Module oft auch direkt aus den Büchern übernehmen. So, und dann wird sich irgendwann das Problem auftun, dass du merkst, hey, irgendwie, keine Ahnung, fehlt mir hier und da noch was, ich bin noch kein wirklicher Profi. So, und dann solltest du dein Produkt wirklich noch nicht auf den Markt bringen. Das bedeutet, wenn du denen nur halben Mehrwert mitbietest, dann kannst du es nicht zum optimalen Preis verkaufen. Das heißt, dein ganzes Marketing lohnt sich irgendwann nicht. Damit das aber wirklich sich alles sozusagen lohnt und du im Endeffekt ein wirklich profitables Business und wirklich ein gutes Produkt an den Endkunden weitergeben kannst, musst du dich fortbilden. Und das Ganze funktioniert auf etlichen Wegen. Das heißt, du kannst einzelne Probleme, die du in Foren oder in Facebook-Communities liest, immer wieder googeln und dir die Lösung dafür rausschreiben. Das heißt, du solltest mindestens 10 Tricks mit in ein Infoprodukt einbringen, wo du wirklich effektiv die Tricks rausschreibst, nach denen am meisten gefragt wird. Und das Ganze am besten auch in den Videos mit erläutern, damit du auch wirklich den perfekten Mehrwert gibst und dein Besucher im Endeffekt oder dein Käufer nicht mit offenen Fragen da gelassen wird. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Das heißt, du solltest kein Produkt launchen, bevor das Produkt wirklich komplett ist und die komplette Sorglosigkeit bietet für den User. Das war es soweit eigentlich zum eigenen Produkt. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, also soweit. Du kannst dir natürlich dann, wie gesagt, Bücher dazu holen, Videokurse, alle möglichen Arten von Informationen, die du natürlich erstmal als Input brauchst, um dein vorhandenes Wissen richtig aufzufrischen und nochmal wesentlich stärker auszubauen. Dazu noch diese Zusatzrecherche, das bedeutet, du schaust dich um in Foren, du schaust dich um in Facebook-Gruppen, da findest du eigentlich alles und da werden so viele Fragen gestellt, zu denen du dann alle eine Antwort liefern kannst, schreib dir die Antworten raus, verstehe diese Antworten und bringe sie dann deinen Kunden bei. Das ist im Prinzip die ganze Infoprodukterstellung mal mega kurz zusammengefasst. Ich hoffe, damit konnte ich dir einigermaßen weiterhelfen. Wie gesagt, wenn du sagst, ich möchte diese ganzen Sachen jetzt überspringen, ich habe keine Lust, mir da etliche Sachen durchzulesen, anzueignen, erstellen, Salespage erstellen, Website erstellen, E-Mails erstellen und. Dann habe ich für dich zum Beispiel das Ready Product System. Das finde ich wirklich super. Das ja, ist meine eigene Erfindung, kann ich so sagen. Und damit kriegst du einfach einen fertigen Videokurs von mir an die Hand. Du kriegst eine fertige Webseite an die Hand. Du kriegst eine fertige Landingpage an die Hand. Du kriegst eine fertige E-Mail-Serie an die Hand, du kriegst einen fertigen Lead-Magneten an die Hand. Also wirklich alles, was du überhaupt brauchst, um digitale Infoprodukte selbst zu verkaufen. Mit 100% Gewinnspanne, das bedeutet, nach Abzug der Steuern und der Digistore-Gebühren hast du wirklich 100% deiner Einnahmen. Und das Ganze kannst du wiederum von Affiliates bewerben lassen, so mache ich das zum Beispiel, um deinen Umsatz wirklich nochmal auf die nächste Stufe zu heben. Ja, Ready Product System habe ich dir unten verlinkt in der Videobeschreibung, genauso auch den Facebook Ads Kurs, damit du den richtigen Traffic bekommst. Das war es jetzt soweit zum Thema eigenes Produkt erstellen und Produkt auf Digistore24 bewerben.
Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde es mich wirklich freuen, wenn du einfach ein Abo dalässt, und immer mal wieder reinschaust und dich selbst immer auf dem neuesten Stand hältst. Gut, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.